Liebe geschätzte Lichtarbeiter der Erde, dies ist die heutige Botschaft der Liebe und des Friedens der Galaktischen Föderation. Durch euer Nichtstun seid ihr so schuldig wie diejenigen, die euch knechten. Seht sie euch an. Die Eliten sind nicht mehr vor euch verborgen. Und dennoch dient ihr ihnen noch. Wisst ihr nicht mehr, wer ihr seid, und warum ihr in dieser Zeit auf der Erde seid? Ich sage euch, dass ihr vor großen Veränderungen stehen werdet. Ihr habt es in der Hand, wie schwer diese Veränderungen werden. Die Dinge bewegen sich so schnell, dass sie fast täglich Anzeichen für die kommenden Veränderungen sehen. Sie sehen auch, wie das Massenbewusstsein an Macht wächst und zu einer Kraft des Guten wird. Wenn die Dunkelmächte die Dinge verlieren, wird das Licht mächtiger, um nie wieder unterworfen zu werden. Freuen Sie sich daher auf weitere Hinweise, wie Sie Ihre Gesellschaft neu gestaltet. Das Muster der Entwicklungen wird für eine Weile nicht klar sein, aber sehen Sie, wer dahinter steht, und Sie werden beruhigt sein. Unsere Verbündeten zählen zu Tausenden und sind die Lichtarbeiter, die unaufhörlich daran arbeiten, Licht auf die Erde zu bringen. Mit dem zusätzlichen Impuls, dass so viele Menschen aus ihrem Schlaf erwachen, gibt es eine größere Bewegung in Richtung Zusammenschluss, um Ergebnisse zu erzielen. Jeder kann seinen Beitrag hinzufügen, indem er Licht zur Erde aussendet, darum bitten, dass es zum Wohle aller verwendet wird. Je mehr von euch dies tun, desto exponentiell nimmt das Licht zu. Ihr geschätzten Lichtarbeiter, ihr alle habt Rollen im Leben und könnt irgendwann etwas anbieten, um zur Erhebung aller beizutragen. Seien Sie damit zufrieden, das zu tun, was in Ihrer Macht steht, und machen Sie sich keine Sorgen, wenn es im Vergleich zu anderen klein erscheint. Quantität ist nicht so wichtig wie Qualität, also tun Sie, was Sie können. Es ist nicht unbedingt materielles Geben, und es kann auch darauf hinauslaufen, den Menschen, denen Sie begegnen, ein liebevolles Lächeln und ein freundliches Wort zu schenken. Glauben Sie uns, Sie haben viel zu lachen, denn Ihre Hoffnungen und Träume von einem schönen und friedlichen Leben werden wahr. Hast du dich schon einmal gefragt, wie das Universum wirklich funktioniert? Dann solltest du unbedingt die Bücher lesen, die du im Link unter dem Video findest. Es findet sich auch ein Link zu 600 weiteren Inhalten über die Galaktische Föderation und die Plejaden-Weisheiten, mit denen du unterstützen kannst. Bitte abonniere auch den Sicherheitskanal von Ashtar Shiran. Verschwende deine Zeit und Energie nicht mit der Negativität, die um dich herum verbleibt, da sie langsam aber sicher umgewandelt wird. Lassen Sie Ihren Geist die Schönheit um Sie herum aufnehmen und wissen Sie, dass dies nur ein kleines Beispiel für das ist, was noch kommen wird. Nichts von den niederen Schwingungen wird schließlich bleiben, und wenn es nicht angehoben werden kann, wird es in seine ursprüngliche Energieform zurückgeführt. In der Vergangenheit wurden Tiere und Pflanzen aus anderen Welten auf die Erde gebracht, um sich zu akklimatisieren und zu etablieren. Es geschah auf diese Weise, lange bevor der Mensch auf der Erde ankam. Natürlich haben auch klimatische Veränderungen zur Reduzierung einiger Arten beigetragen, aber wir konnten ihnen jederzeit helfen, Widrigkeiten zu überwinden. Viele Planeten haben dazu beigetragen, die Erde zu einer der schönsten in eurem Sonnensystem zu machen. Es dauerte Millionen von Jahren, Gaia auf die Ankunft des Menschen vorzubereiten, aber noch viel weniger, bis der Mensch sie ausplünderte. Die Schuldigen können die höheren Reichen nicht mehr betreten, in denen dauerhafte Schönheit ein Wunder ist. Sie werden zuerst in den Flammen des Infernos gereinigt und müssen Buße tun. Auch die Farben gehen weit über das euch bekannte Spektrum hinaus und sind lebendiger und leuchtender und in einem immer perfekten Zustand. All dies erwartet euch in den höheren Dimensionen, die sie sehr bald annehmen werden. Wenn wir auf die Erde zurückkehren, müssen wir noch physische Veränderungen erfahren, aber wir werden in diesen Bereichen als kontrollierender Einfluss sein. Es ist nicht unsere Aufgabe, in das einzugreifen, was Mutter Erde für notwendig hält, da viel Reinigung erforderlich ist. Oft gibt es Vorwarnungen, bevor Veranstaltungen stattfinden. Beachten Sie daher Warnungen, unabhängig davon, woher sie kommen. Sie sind weit genug fortgeschritten, um die Signale von Mutter Natur und oft auch die Wandermaster von Tieren zu erkennen. Das Leben kann sich unfair anfühlen, wenn ihr das System des Karma nicht versteht, und was ihr dann tun müsst, um weiterzukommen und euch eure eigene Chance zur Weiterentwicklung zu schaffen, ist, dass ihr die niederen Schwingungen hinter euch lassen müsst. Ihr solltet ihr euch dabei auf eure eigenen Fortschritte konzentrieren, denn keine Seele ist vor einer anderen bevorzugt, allen wird die gleiche Chance gewährt, zu lernen und sich weiterentwickeln zu können. Es hängt von euch selbst ab, ob ihr in Erwägung zieht,
schon zum Aufstieg bereit zu sein, und sobald ihr dieses wünscht, ist Hilfe zur Hand. Diejenigen, die sich bereits in die höheren Dimensionen hinauf entwickelt haben, werden euch auf eurem gewählten Pfad weiterhelfen. Während eurer Lebenszeiten wird euch auf vielen unterschiedlichen Ebenen Hilfe zuteil, denn es ist im Interesse aller, so vielen Seelen wie möglich dabei zu helfen, aufsteigen zu können. Es befreit sie aus dem Kreislauf des Karmes und aus der Notwendigkeit, immer noch einmal in den niederen Dimensionen inkarnieren zu müssen, um sich weiterentwickeln zu können. Aufgrund der Attacken der Matrix und der Demonetarisierung durch YouTube kannst du uns auch auf Patreon unterstützen, denn ohne deine Hilfe geht es jetzt leider nicht mehr, den Link dazu findest du ebenso unten. Wir sind der Rat der Galaktischen Föderation, wir sind die Menschen des Arcturus, die Sirianischen Menschen, die Lyrianer, die Plejadier und sogar die Menschen der weit entfernten Andromeda-Galaxie. Unsere Energieübertragungen mögen dich reinigen und dir helfen, die 3D-Matrix zu verlassen und in die göttliche 5D-Matrix rein zu transzendieren. Und in diesem Sinne verbleiben wir mit den sirianischen Worten, Shakara Umselum Kevaru Ishtar, was so viel heißt wie, das Licht sei mit dir.